Es ist eisig kalt im südukrainischen Cherson. Oleksij Kowbasjuk muss das Schloss seines Bootes mit einer Flamme auftauen, um es zu Wasser lassen zu können. Der 47-jährige Bauarbeiter setzt auf die Inseln im Fluss Dnipro über, um Menschen, die dort ausharren, zu retten. Im November zogen sich die russischen Truppen aus Cherson auf das gegenüberliegende Ufer des Flusses zurück. Von dort beschießen Artillerie und Scharfschützen seither die ukrainische Seite. Die auf den Flussinseln verbliebenen Bewohner sitzen seit Wochen ohne Strom in ihren Datschen fest. Kowbasjuk versorgt sie mit Lebensmitteln und evakuiert diejenigen, die sich in die Stadt in Sicherheit bringen wollen. Er bekommt dabei Hilfe von einem Inselbewohner. In der Stadt ist die Lage jetzt besser. Da gibt es Strom. Wir hier haben seit einer Woche keinen Strom mehr. Und jede Nacht stehen wir unter Beschuss. Die Granaten fliegen von links nach rechts, von rechts nach links über uns hinweg. Eigentlich wollten die Behörden die Bewohner mit einer Fähre evakuieren. Doch angesichts der anhaltenden Gefechte ist das nicht möglich. Kowbasjuk und Sokolik übernehmen das jetzt. Unter Lebensgefahr, auch ihre Boote sind schon beschossen worden. Olga Spinjova verlässt jetzt die Potemkin-Insel, um bei ihrer Schwester in Cherson zu wohnen. Ihre Datsche wurde unlängst getroffen. Glücklicherweise war sie gerade nicht zu Hause, aber die Fenster wurden zerstört und eine Mauer beschädigt. Erstmals seit der Befreiung ist sie wieder in Cherson. Früher waren hier überall diese Autos mit dem Z-Zeichen. Die Datschen auf den Inseln vor Cherson waren einst kleine Oasen des Friedens. Jetzt liegen sie mitten in der Frontlinie eines unerbittlichen Krieges.